Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy hier am Bootshaus, wo wir tatsächlich eine Quest haben. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch, denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Ja. Beeindruckend. Eine tolle Idee mit den Wassermenschen. Muss aber unter Wasser sein, das Büro. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Und wir müssen es jetzt holen, ja? Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Also ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Oh, danke, danke, danke! Sie sollen bitte, auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Dann werde ich das wohl tun müssen, was? Was du alles sehen wirst! Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Ja, erstmal schwimmen lernen wir einen Anfang. Dass man dem Alter noch nicht schwimmen kann, ist auch bezeichnet für die Zaubererwelt. Schwingen uns schön auf den Besen. Warum habe ich nie schwimmen gelernt? Ja, gute Frage. Voll. Klub. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Revelio. Der Weißlandschutz einfach hier hinzulegen, weil hier kommt ja eh keiner hin. Nein, das muss man natürlich erst schön hinter einem Rätsel verstecken. Wingardium Leviosa. Hoppala. Lu, so. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Man kann immer nur eine mitnehmen. Sehr frech. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mit einer Nebenquest angefangen habe. Neue Aufnahmesession und schon bin ich von meinem alten Pfad abgewichen. Ich habe doch eigentlich andere Sachen zu tun. Ja, die stand da gerade so nebendran. Eigentlich müssen wir irgendwas finden. Ja, ich weiß, wie er zurückgegangen.
haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Ach, das war's schon. Na dann. Das ging wirklich sehr schnell. Fast mit die schnellste Nebenquest, würde ich behaupten. Wäre ich besser mal geflogen. Natürlich, was habe ich auch erwartet? Weißt du, 5 Minuten habe ich aufgenommen oder so. Das war es dann auch schon wieder. Ja, wir sind nur rausgeschwommen. Mehr ist nicht passiert. Und ich werde das Geschenk natürlich behalten. Natürlich. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bart. Wundervoll. Er hat das gar keinen Bart. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank. Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich hätte einfach das Wasser aus dem See abgelassen, das wird auch geholfen. Unbedingt untersuchen. Oh, Aussehen. Haben wir bekommen irgendwas? Was ich aber eigentlich gerne hätte, wäre die Quest zurück, die ich eigentlich verfolge. Haben wir jetzt mal so schnell nebenbei mitgenommen. Bombarder, die Reklo haben wir immer noch nicht. Zum unterirdischen Hafen. Okay, gucken wir mal, unterirdischer Hafen. Wo mal der sein soll, ne? Ich wäre lieber und. Da drin. Oha, immerhin ist er markiert. Ja. Meinetwegen mache ich mich halt nochmal nass. Oh, Geister. Hallo. Lasst euch nicht stören. Ah ja, die Boote sind hier, aber hier kommen noch nicht die Schüler an, oder? Die Schüler gehen schon die Treppen hoch. Hab ich gerade durchs Boot durchgeschmissen. Ja, anscheinend. Da vorne auf dem Steg. Die graue Dame. Ah. Ich würde ja Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Hausgeist von Ravenclaw. Hey, sag mal, ich habe dich doch schon dreimal gesehen. Geht doch. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Ah ja. Das ist also der unterirdische Hafen. Ich habe ehrlich gedacht, die legen am Bootshaus an. Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie... Revelio! ...wenn du dabei bist. Können wir uns in den 3 Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Bestimmt, bestimmt. Die sind überhaupt nicht hinter uns her. Das ist ein Aufzug. Ob die denn alle Schüler mit dem Aufzug hoch und runter karren? Hier war ich offensichtlich schon mal. Oh. Hallo. Lumos. Noch irgendwo so eine Statue sein. Frage ist, wo? Mit einer Säule. War das nicht der Wolf hier? Es sah irgendwie schon so aus. Ne, ist eher so ein Pferd oder so, ne?
Ah ja, guck mal, hier kommt man die Treppe dann hoch. Ah, hier sind wir. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Wenn es nur das wäre. Verschwindet! Ihr alle! Sind wir aus der verbotenen Abteilung? Nein. Bücher. Und das geht dich nichts an. Warum ist das plötzlich so gruselige Musik? Ja, halt die Klappe. Dann schon ziemlich weit weg von dem eigentlichen. Da vorne. Das ist ein Horn. Ganz schön weit weg. Na? Lumos. Nicht das Pferd hier. Oh, ein... Oh, das Einhorn sieht doch ziemlich danach aus, nach dem Ding, was ich suchen musste, ne? Lumos. Ansonsten. Jetzt auch schon arg weit weg. Ich meine, das Einhorn hier ist schon arschweit weg. Würde mich doch sehr wundern. Still heute irgendwie. Da war der Wolf. Aber der war es ja offensichtlich auch nicht. Du überhüpfen kannst. Hier auf dem Hof war nichts. Hier. Ach, das war ein Kelpie. Ein Pferd. Bling. Rück raus. Die FPS sind heute auch wieder stark, möchte ich anmerken. Stark scheiße. Mit dieser Brücke war noch irgendwas, gell? War das die? Da war das eine andere Brücke. Es war eine andere Brücke. Wir hatten am Anfang so eine Brücke, wo so Feuerdinger drauf waren, die wir nicht anzünden konnten, glaube ich. Also gehen wir erstmal in die Bibliothek. Gleich mal ins Nachts rein. Wir hätten auch einen einfacheren Weg nehmen können. Revelio. Oh doch, das war die Brücke. Warum habe ich die gerade hier nicht gesehen? Dreieck. Anderes Dreieck. Das ist so ein Explosionsdreieck. Das ist eher sowas anderes. Hier ist ein Rätsel, das wir lösen müssten. Hier darf man, hier dürfte man auch einen Besen benutzen, dann machen wir das so einfach. Steht hier, dass es gesperrt ist? Oh ne, wir haben zu wenig Platz. Ja. Nein. Ob ich da jetzt nicht drunter darf? Wollt ihr mich verarschen? Revelio. Da steht eindeutig eine Kiste. Zwei Kisten. Wir müssen irgendwie da runterkommen.
Was ist denn das hier? Ist das der Slytherin-Gemeinschaftsraum? Eigentlich müsst ihr in den See reingehen, die Fenster. Also irgendwo ganz da unten. Kerker. Nicht hier oben. Okay, wir kommen da so nicht hin. Müssten da irgendwie runterkommen. Eigentlich müssen wir das Ding hier aufkriegen. Aber wie? Confringo! Arresto Momento! Lazio! Okay, wir kriegen die Dinger auch wieder aus, theoretisch. Ah ja, da vorne brennt ja noch eins vom letzten Mal und es sind vier, nicht zwei, okay. Confringo! Wir haben es auch gerade blüm gemacht. Oh, wir müssen Dinge. Ah, eine Reihenfolge. Verstehe. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Machen wir das mal so. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Na? Das war aber die richtige Reihenfolge. Da habe ich mich verguckt. Ne, stimmt. Das ist 4. 1, 2, 3, 4. Confringo! Dreht sich da vielleicht noch irgendwas? Hm. Ganz eindeutig, eins. Es hat sich jetzt geändert, oder? Irgendwas rum gemacht. 2. Drei. Vier. Hä? Und jetzt? Auch viermal geklackt. Oh! Oh, 1, 2, 3, 4. Ah, da sind Zahlen dran. Boah, es ist so dunkel, die sehe ich gar nicht. Alter, da muss man alles mal drauf kommen. In der Reihenfolge fand ich jetzt gar nicht so dumm. 2. 2. X1, das andere 3. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 1. Andere 3. Oh. Tagsüber hätte man das wahrscheinlich besser gesehen, aber wir haben es gelöst. Hey. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Was? Haben wir schon abgeschlossen? Oh, wir haben 1 gelöst. Das ist das, was noch gefehlt hat. Da gibt es wohl noch sehr viel mehr. Rebellion. Nein, guck mal, 3 Kisten.
was Legendäres muss da schon drin sein. Jawohl. Sehr schön. Und da ist das jetzt. Herausforderungen. Erkundung. Ne, ist nicht die gesperrte. Es gibt wohl nur drei, hä? War das hier unten auch noch gesperrt? Ich glaube, es war auch noch gesperrt. Mir fehlt trotzdem noch eins. So, aber Bombarda hat jetzt Vorrang. Auf in die Bibliothek. Kann man Crucio auf Geister anwenden? Ich meine, die sind ja schon tot, aber foltern? Oh komm, da müsste es ein Easter Egg geben. Och nö, da kommt nichts raus bei Flipendo. Och Mann. Wieder ein Lied für mich. Naja, das war sowas. Ich würde da jetzt einfach rein. Es ist eigentlich mitten in der Nacht, aber okay. Na, sieh mal einer an. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Alles über mir. Peinlich, ja? Das war noch eine Kiste. Kommen wir da rein? Vielleicht ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Ja, ist aber, wie komme ich da rein? Das war doch die Frage. Ah ja, ich laufe einfach rein. Na dann. Oh. Sind wir schon in der verbotenen Abteilung? What? Was war das? Revelio. Das ist doch definitiv verboten, Abteilung. Ist noch was. La, da, 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 da. Ich habe bei unserem ersten Ding damals nicht mitgenommen, weil hier Leute standen. Zack, bumm. Ist es auf. Haben sie aber nicht gebrauchen können, haben wir. Geht trotzdem nochmal durch. Da hinten ist auch eine Kiste, die wir nicht haben. Ah ja. Da hätten wir das erste Mal drauf kommen können, dass wir mit Verstecken rankommen. Was haben wir denn hier? Aha, noch viel besser. Leuchtet gar nicht. Warum leuchtet der denn nicht? Luke hat das gerade gesagt. War es doch nicht mehr Nacht, hä? Du gehörst mir, Demigeist. Trotzdem noch nicht verboten, hier zu sein, offensichtlich. Im Keller. Revelio. Ne, ist oben drüber die Quest, ne? Da unten ist noch eine ganze Kiste. Kommen wir denn da hin? Echt eine ganze Kiste übersehen? Wir könnten da jetzt wieder in das Level rein anscheinend, aber das möchte ich natürlich jetzt nicht tun.
Prevelio. Aber wir haben noch einiges an Kram gefunden. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, auch wenn es uns zu unserem Erfolg jetzt nicht so weiter verhilft. Weil es jetzt keine Sammelgegenstände waren, bis auf den Demigeist. Okay, den Demigeist sehe ich ein. Den brauchen wir dringend und der war es auch wert. Hui. Ah, Wassermenschen. Du dachtest? Hättest du mehr gedacht, als wir noch gelebt haben, wäre ich jetzt nicht mit dir hier. Entschuldige mich. Revelio. Ich würde gerne mal wissen, nach welchem Kriterium man zum Geist wird. Den Kriterium geben, sonst wäre alles voll mit Geistern. Und das Kriterium sollte nicht jeder erfüllen, sonst werden es zu viele Geister. Oben waren wir auch noch gar nicht, ne? Da hinten. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldet er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Oh, oh, oh. Mehr. Ach hier. Ist. Revelio. Ach hier. So. Dahinter war es auch noch was, aber erstmal hier. Lumos. Ja, beim Schweigezaubermensch. Hallo. Komm her. Geben wir mal schnell ab. Wenn wir schon mal da sind. Bling. Revelio. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Verwandlung die Zwischenstufen? Ah, wahrscheinlich gibt die uns das Buch. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Ah, scheiß Ravenclaws Schreber. Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Ja, Ravenclaw halt. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und ich hätte auch so ein gewissen Zauberspruch, der ja bestimmt auch... Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Goldene Schnitzer war das. Der goldene Schnitzer. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicitas. Felix Felicis. So. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Mhm. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffle. Der Quaffle. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffle in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Nein, sollte man nicht machen. Also, Hermine war ja irgendwie so eine halbe Katze. Falsch. Korrekt.
Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ich möchte mehr Fragen beantworten. Ich fürchte, dafür gibt es eine Belohnung. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Der Orden des Merlin. Nein, das ist falsch. Richtig ist der Rat der Zauberer. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, gewesen. Nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Der Grünling. Der auf jeden Fall nicht, der ist riesig. Opalauge. Das antipodische Opalauge. Tut mir leid, aber die Antwort lautet der peruanische Viperzahn. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Das hat mir sogar gelesen. Ich meine, es war Hengis. Hengis von Woodcroft. Das stimmt. Es wird angenommen, dass Hengis das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Das stand da nämlich auf der Karte. Wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Ein Demigeist. Ja, der Hintertück kann sich unsichtbar machen. Aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Der weiche Zurückbuch Patronus? Der Patronus-Zauber. Gut gemacht. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Evangeline Orpington. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine Klar, der der Gamp. Wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie ja. lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Schlafendrache, genau. Hier, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Korrekt. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Die Erschwinderin. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die Runespore. Nie was von Runespore gehört. Zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? Ilvermorny? Ilvermorny? Das klingt... nach USA? Mount Greylock? Mount Greylock. Gut gemacht! Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Esau Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Was kriege ich denn dafür? Kriege ich dafür auch was? Ich. Immer her damit. Ich kann die alle nicht Wunderbar. Beantworten. Ich rate. Ich bewundere deinen Wissensdurst. Emmerich der Böse starb in einem Duell gegen wen? Egbert der Ungeheuerliche. Das stimmt. Emmerich erlangte Bekanntheit, weil er im Mittelalter Dörfer in Südengland terrorisierte, als er der Meister des Elderstabs war. Welches Foul begeht ein Jäger, wenn er den Quaffel beim Durchqueren des Tores in der Hand hält? Stutschen.
Die Antwort lautet nach Tarokken. Keilen ist das absichtliche Zusammenstoßen mit einem Spieler. Dachte ich mir. Stutschen ist, wenn zwei Jäger den Hüter der anderen Mannschaft von den Toren wegstoßen, damit ein dritter Jäger ein Tor machen kann. Der Biss eines makeligen Malerklor verursacht welche ungewöhnliche Nebenwirkung? Hautausschlag. Behaarte Ohren. Nein, die Antwort ist Unglück. Der Biss des an der europäischen Küste beheimateten Malerklor kann bis zu 7 Tage nachwirken. Welche Pflanze gibt Stinksaft? Malus ist Unglück, oder? Kann man sich Stinksaft, Mimbulus, Flussgras, nee, Schlafbohne. Mimbulus Mimbletonia. Korrekt. Die Mimbulus Mimbletonia sondert Stinksaft als Abwehrmechanismus ab, wenn sie berührt wird. Der Aufpeppeltrank wurde von welchem Zauberer aus dem 12. Jahrhundert erfunden? Alter, ich hoffe, wir kriegen eine Million danach, ne? Obwohl wir haben schon so viele verkackt. Basil Fleck. Das ist falsch. Die Antwort ist Linfred von Stinchcombe. Jahrhunderte später baute Glover Hipworth auf Linfreds Arbeit auf und schuf den Aufpeppeltrank, den wir heute kennen. Was hinterlässt der alte Zauberer in Der Zauberer und der hüpfende Topf seinem Sohn im hüpfenden Topf? Einen Pantoffel. Einen Pantoffel. Ja, richtig. Die Geschichte wurde von Beedle dem Barden erfunden, aber es gibt mehrere Versionen. Ich verrate nicht, wofür der Pantoffel war, falls du sie noch nicht kennst. In welcher Region der Welt ist der Snellygaster heimisch? Snellygaster, das klingt irgendwie so. Klingt irgendwie nordamerikanisch. In Nordamerika. Das stimmt. Das Mischwesen aus Vogel und Reptil ist ein entfernter Verwandter des Okami und hat kugelsichere Haut. Wer ist der Muggelritter in Der Brunnen des wahren Glücks? Sir Luckless natürlich. Sir Luckless. Korrekt. Die drei Hexen in der Geschichte heißen Asha, Althida und Amata. Oh, ich liebe ein überraschendes Ende. Ja, das Ding ist, als er über das Ende, ja, überraschend. Auch unter welchem Namen bekannt? Uni. Ungeheuer von Loch Ness. Korrekt. Das Amt für Desinformation hat alles getan, um die Muggelbeweise für die Existenz des Kelpie zu entkräften. Wer war der erste Zaubereiminister? Ingbert der Immerbereite. Ist er nicht, aber es klingt gut. Ingbert der Immerbereite. Nein, der erste Minister war Ulrich Gamp. Ulrich. Größtes Vermächtnis war die Gründung der Abteilung für magische Strafverfolgung. Sie verbot die unverzeihlichen Flüche. Du hast alle meine Fragen beantwortet. Wie schön, dass es noch andere Schüler gibt, denen Wissen am Herzen liegt. Du solltest mit deiner Leistung zufrieden sein. Nicht viele Schüler hätten so gut abgeschnitten. Ja, war schon okay, danke, ne? Danke, dass du mich mit deiner Teilnahme amüsiert hast. Hat Spaß gemacht. Krieg ich wenigstens ein Achievement dafür? Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Nö, leider nicht. Mit Rebellio sollte das schnell gehen. Buch über Verwandlungen, die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Das sollten wir vielleicht. Und warum ist hier eine Tür eingezeichnet, wenn ich mal fragen darf? Rebellio. Naja. Wieso ist da unten noch eine Kiste eingezeichnet, wenn ich mal fragen darf? Naja. Wie holen wir uns die Kiste? Das geht ja so nicht. Ihr Schlawiner. Rebellion. Ich fasse es ja nicht. Auch Gasvergiftung incoming, wenn man da drin sitzt, würde ich mal behaupten. Aha, Professor Black.
Dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in der verbotenen in die verbotene Abteilung geschlichen und Cassida Bloom scheint die Bibliothek als ihr persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Possen als Zahn bezeichnen. Zahn. Ja, Zahn. Warum haben die überhaupt eine Bibliothekarin? Da macht doch eh der ganze Kram die Arbeit von selbst. So, ah ja, sieh mal einer an, was wir hier haben. Ich wurde unglücklicherweise gespoilert von einer Person, die ich nicht weiter benennen möchte. In Bezug auf diese Rätsel. Man findet wohl irgendwann im Schloss einen Zettel, wo draufsteht, was die bedeuten. Aber man kann sich's auch zusammenreimen, ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Köpfe Hydra, 8 Beine Spinne, 1 Einhorn. Also Hydra wäre 9. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, das Ding hat 5. 5 und 9 wären 14, also bräuchten wir 3. Auf der 2 Fragezeichen Dingens bräuchten wir 3. Nur ein Fragezeichen hier. Da bräuchten wir 11 plus, was? Geh mal weg. 11 plus 1, 0, 1, 2, plus 2 sind 13. Okay, das bedeutet, wir bräuchten 7. Oder 11. 0, 1, 2. Sorry, es sind 2. Das bedeutet, wir haben 13. 7. Nicht doof. Acht bräuchte natürlich. Ich bin doof. Spinne. Entschuldigung, es ist nur abends. Bin ein bisschen durch. Spinne. Rebellion. Da oben bräuchten wir dann die 3. Ja, sehr schön. Ah, okay, das ist auch die eine Herausforderung, die wir noch offen haben, die Gemälde hier. I see, I see. Leviosa. Ja, räumen wir hier gerade ganz gut auf in Hogwarts, was? Wir könnten jetzt schnell rüber, aber da hat noch was blau geleuchtet. Das ist eine Schnellreise, deswegen holen wir uns die schnell. Was haben Sie jetzt vor? Ah ne, die haben wir ja sogar schon. Ne, dann alles bestens. Dann müssen wir zu Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Oder so. Hier gibt es auch noch eine Quest. Naja, nächstes Mal. Wir wollen jetzt erstmal Bombarda lernen. Oder Verwandlung. Nee, Verwandlung lernen wir jetzt. Naja, wir lernen auf jeden Fall in der nächsten Folge Verwandlung. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.